Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin heute mal hier so ein bisschen im Fichtelgebirge unterwegs. Mal so eine kleine Tour hier durch die Wälder. Und wenn ihr wieder Lust habt, mich hier ein bisschen zu begleiten, dann bleibt einfach dran und viel Spaß mit diesem Video. Mein Weg geht jetzt erstmal hier auf so einen schönen kleinen Pfad und da gehen wir erstmal lang. Ich bin erstmal hier auf so wirklich einfachen Weg unterwegs. Ist wirklich ein schöner Schotterweg mit sehr besonderen hellen Schotter. Lässt sich eigentlich sehr, sehr gut laufen. Aber was will man eigentlich mehr? Denn bei so einer Wärme von heute 30 Grad oder vielleicht auch schon 35 Grad ist das doch sehr, sehr, sehr angenehm. Hier an diesem Schild steht Jägersteig 200 Meter. Da gucken wir mal, wo es den Weg hier gibt. Oh, der geht ja hier ganz schön fahrtreich nach da oben. Wirklich erstmal so eine schöne Serpentine. Also so ein paar schöne Schikanen habe ich dann schon doch in meine Tour eingebaut. Oh, schöne Bank hier. Können wir erstmal so ein bisschen ausruhen. Mal einen Schluck Wasser trinken. Oh, das ist heute wirklich unerträglich. Aber Wasser trinken ist wichtig. Und hier plätschert noch so ein bisschen ein Wässerchen nach unten. Ja, das ist schon fast eine Seltenheit geworden. Selbst hier ist es sehr, sehr trocken. Der Jägersteig scheint ja doch hier ein Rundweg zu sein. Weil er hier in 200 Meter fängt er an und in 4,5 fängt er auf der anderen Seite an. Das ist ja so bestimmt so ein kleiner Rundweg. Irgendwie habe ich das Schild jetzt gerade falsch verstanden. Das ist nicht Jägersteig in 200 Meter gewesen, sondern das war Jägersteig 200 Meter noch. Denn der ging nämlich jetzt in die andere Richtung, also laufe ich jetzt die 200 Meter wieder zurück, die ich jetzt erstmal verkehrt gelaufen bin. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben es ja bloß ein bisschen warm, da können wir uns doch ruhig gerne mal verlaufen. Dieser Steig wirklich sehr, sehr gut. Hier immer am Hang gelegen, geht das hier so schön Fahrt entlang. Wirklich sehr entspannt, wer solche Wege mag, ich auf jeden Fall. In wenigen Schritten endet jetzt für mich der Jägersteig und dann suche ich erstmal einen Weg, der runter ins Tal geht, damit ich dann auf der anderen Seite wieder hoch kann. Weg habe ich natürlich gefunden. Der geht jetzt hier so seitlich runter. Ist auch ein ausgeschilderter Wanderweg. Bloß hier oben fehlt irgendwie ein bisschen das Schild. Ich hätte nicht gedacht, dass der Weg heute hier so fadig bleibt. Also bis jetzt bin ich ja schon mal positiv überrascht. Ja, da werden wir mal gucken, ob das so bleibt. Ich denke mal, auf der anderen Seite habe ich mir ein paar breitere Wege ausgesucht, aber man weiß es ja nicht. Jetzt bin ich hier unten an der Straße angekommen. Da geht es jetzt erstmal so ein paar Meter bis davor.
bis ich dann wieder in den Wald abbiege. Hier vor mir das Schwimmbad. Ein bisschen kann man es vielleicht sehen durch die Bäume. Und von da geht eigentlich ein ziemlich beschissener Weg weiter. Also der ist nur beschissen, weil hier überall Scheiße liegt. Echt sehr appetitlich. Das hätte ich vielleicht auch machen sollen, lieber ins Schwimmbad gehen, als mich hier so in den Wald des Schwitzens auszusetzen. Gut, dann quäle ich mich halt weiter ein bisschen hier durch den Wald. Ja, wenn wir schon mal ein Panorama haben, dann müssen wir es auch ein bisschen hier genießen. Ich habe jetzt zwar ein bisschen hier einen Asphaltweg, aber das liegt daran, dass ich ja noch im Ort bin. Aber ich werde ihn gleich wieder verlassen. Ich bin dann zwar diesen Forstweg hier hochgegangen und hier vorne ist, glaube ich, die Marienhöhe. Und da geht es bestimmt noch einen schöneren Weg weiter. Und zwar steht da Wurzbachsteig dran, Länge 2,2 Kilometer, gelber Kreis. Genau, den werde ich jetzt erstmal so weitergehen. Der geht übrigens auch wieder ins Sophiental. Das ist, davor habe ich ja eigentlich geparkt. So, also gehen wir es nochmal an. Aber erst gehe ich noch einmal hier auf die Marienhöhe. Vielleicht haben wir da noch so eine schöne Aussicht. Vielleicht gibt es auch noch eine Bank, die frei ist. Ja, eine Bank gibt es hier, aber leider so richtig in der Sonne. Da hinten ist noch eine, vielleicht ist die ein bisschen besser. Weil man hört ja im Hintergrund die Glocken läuten. Es ist gerade 12 Uhr mittags. Ja, da könnte man erstmal eine Mittagspause machen. Ja, ich habe mir heute ein paar Brote gemacht. Die werde ich jetzt mal essen und dann werde ich erstmal hier die schöne Aussicht genießen. Der Wurzbachsteig geht jetzt erstmal hier wunderschön los. Das ist hier wirklich auch ein wunderbarer Pfad. Mal sehen, ob es so bleibt. Wirklich, man könnte denken, man ist jetzt hier in der Märchenwald. Wirklich sehr, 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 sehr schön. Und jetzt hier noch so schöner Steg. Ich habe ja bis jetzt noch niemanden groß getroffen, nur zweimal die gleiche Frau. Jo, heute wirklich sehr, sehr viel Betrieb. Die haben nämlich alle keine Lust, hier im Wald zu laufen. Oh, was ist denn das für eine schöne Baumbrücke? Da hätte ich ja fast mal Lust, drüber zu laufen. Aber nur fast. Nee, das mache ich lieber nicht. Ich bin ja sowieso hier alleine unterwegs. Da kann man sowas Risikohaftes nicht machen. Aber schön wäre es mal gewesen. Hier soll es jetzt noch so ein Wurzbachweiher geben. Ja, den haben wir gleich erreicht. Das übrigens ist die Juche. Ja, zumindest steht es da an dem Schild. Ich kann jetzt bloß nicht sagen, warum das so heißt. Ich finde das heute auch wirklich sehr, sehr erschreckend, wie trocken das hier ist. Der Boden ist wirklich verdammt ausgetrocknet. Hier liegt überhaupt schon das grüne Laub alles unten. Ist wirklich sehr irre. Hier braucht es wirklich bloße Kleinfunken und der ganze Wald brennt. Und deswegen sage ich jetzt nochmal, wenn ihr das vorhabt, hier in Wäldern wandern zu gehen, alles gut und schön.
Aber lasst alles Brennbares zu Hause. Nicht, dass ihr in die Versuchung kommt, irgendeine warme Mahlzeit mittags hier zubereiten. Ich meine, Brot kann man auch mal essen. Das geht auch mal. Oder geht mal in eine schöne Gaststätte. Also ich würde euch raten, lasst es sein. Das ist jetzt dieser Weiher. Ja, der Wasserstand ist auch ganz schön niedrig. Da ist auch schon eine ganze Menge ausgetrocknet. Der Wurzbachweiher 623 über 0 ist ein künstlicher Stauweiher, der über mehrere Jahrhunderte der Flößerei diente. Seine Funktion war es, der Steinacht während der Holzdrift größere Wassermengen zuzuleiten. Jetzt geht es noch zur Ruine Wurzstein. Ja, das setzt hier noch so ein Stückchen hin und da schauen wir mal, was das ist. An dieser Stelle befand sich die sogenannte Wurzbachbrücke. Sie ermöglichte es, Mensch und Tier über Generationen hinweg problemlos das andere Ufer des hier tief eingeschnittenen Wurzbaches zu erreichen. Lange Zeit war sie eine der ältesten noch nutzbaren Bauwerke außerhalb der umliegenden Orte. Ein Hochwasser im Winter 1975-76 brachte sie leider zum Einsturz. Nur noch wenige Steine im Bachbett sowie noch zum Teil erkennbaren Fundamente an den beiden Ufern zeugen von ihrer Existenz. Das Mittelalter im Steinachtal. Die Burgruine Wurzstein. Also von dieser Burg wurden noch keine Ausgrabungen gemacht. Aber es wird vermutet, dass es hier eine Burg gab, die aus einer Urkunde von 1069 zu datieren ist. Also so richtig viel gibt es hier nicht mehr zu sehen. Das ganze Gebiet und Gelände darf man hier nicht betreten, weil Absturzgefahr und Naturschutz irgendwie hier ist. Das vor mir ist jetzt der Abstiegspfad, das geht erstmal hier runter ins Tal. Den werde ich erstmal gehen und dann werden wir noch einmal ein bisschen wieder hochgehen. Hier hat auch schon lange keiner mehr die Spinnnetze abgewischt. Da drin ist irgendwas Elektronisches. Ich weiß es nicht, was das ist. Hier geht doch irgendein Kabel in diese Hütte rein. Jo, das gibt schon manchmal echt gute Baumkunstwerke. Ich bin jetzt auf den letzten Wegabschnitt. Und zwar ist das jetzt hier der Eselsweg. Ja, das ist jetzt ein schöner, geschotterter, gerader Weg. Ja, der lässt sich jetzt nochmal schön angenehm zum Schluss laufen. Denn weil ja meine Runde jetzt fast zu Ende ist, sorgt der jetzt nochmal richtig schön für Abkühlung. Gut, wie war die Tour? Ich war erstaunt, wie schön die eigentlich war. Ich habe wirklich die allerbesten Wege rausgesucht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele schmale Wege gab. Ja, also ich habe aus mehreren Rundwanderwegen hier einen Rundwanderweg zusammengestellt und habe alle Highlights quasi eingesaugt. Ja, und dadurch bin ich auch sehr zufrieden mit dieser Runde. Also mir hat es heute wirklich dadurch sehr viel Spaß gemacht. Meine Aussichten hatten wir zwar nicht so viele gehabt, aber einige gab es doch noch. Der Rastplatz zu Mittag war richtig schön. Also da konnte man richtig schön runter ins Tal gucken. Das hat mir echt gefallen und es hat auch für sehr Entspannung gesorgt. Naja, also im Ganzen war das doch wirklich eine sehr schöne Runde. So. Dann wollen wir das jetzt nicht mehr so lang in die Länge ziehen.
Dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.